Moin, liebe Facebook-Gemeinde. Ihr habt das ja sicherlich mitgekriegt. Das Wetter lässt es jetzt endlich zu, dass wir Gülle fahren können. Wie ihr hinter mir sehen könnt, das ist jetzt ein Getreideschlag. Wir haben auch angefangen zu fahren. Wir waren voll bis unter das Dach mit Gülle. Davon ganz abgesehen, passt es eigentlich selten besser von der Witterung als jetzt im Moment. Und dann liest man in der Zeitung, so heute im Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, dass ein Mitarbeiter des NABU oder Vorsitzender des NABU, ich habe keine Ahnung, was der gute Mann ist, gelernt hat er wahrscheinlich gar nichts, jetzt schon davor warnt, dass die Gülle in die Gräben und in die Auen läuft und dass wir im Sommer eine ganz fürchterliche Algenplage kriegen werden in den ganzen Gewässern. Die Wasserqualität wird leiden und bedauere das zutiefst, dass die Bauern den Schulterschluss für den Naturschutz aufgekündigt hätten. Also das ist wirklich die größte Frechheit, die ich je gelesen habe. Also so eine Unverschämtheit, sowas jetzt zu behaupten, ohne irgendwelche Fakten oder Grundlagen, warum das so sein soll, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Er sagt, die Böden sind tiefgefroren und da geht kein Wasser, keine Gülle rauf, das darf man nicht und dies und das. Der NDR hat ja schon genauso berichtet. Liebe Leute, der Boden taut an, jeden Tag wieder, heute auch. Für mindestens 2 bis 3 Stunden taut die oberste Schicht des Bodens an. Die Gülle zieht ein, bindet sich an den Boden und sobald die Pflanzen nachher anfangen zu wachsen, haben sie die Nährstoffe, die sie brauchen. Das ist der Grund, weshalb wir jetzt Gülle fahren. Das kann doch nicht so schwierig sein. Warum fragt ihr nicht mal die Bauern, warum sie jetzt Gülle fahren? Es wird immer nur gesagt, oh, tiefgefroren. Da steht in der Zeitung, wo man dieses heute fahren darf und wo nicht. Angeblich nur in Äfte. Das würde der Wetterbericht ja so sagen. Damit dann auch ja alle Anwohner wissen, oh, bah, ich wohne ja nicht in Äfte. Dann darf der Bauer hier bei mir im Dorf ja gar keine Gülle fahren. Dann zeige ich ihn jetzt an. Also da wird aufgerufen, öffentlich in der Tagespresse die Bauern zu denunzieren. Von einer Reporterin des SAZ. Das ist eine unglaubliche Frechheit. Und liebe Frau Kiosch, falls Sie das hier jetzt sehen sollten, woher nehmen Sie denn bitte schön das Wissen, dass die Tiere in Schleswig-Holstein immer mehr werden? Beziehungsweise, dass die Bauern aus Dänemark und Holland nach Schleswig-Holstein einwandern, weil sie zu Hause keine Gülle mehr fahren können? Das ist doch völliger Humbug. Woher haben Sie so ein Wissen? Die Tiere in Schleswig-Holstein werden nachweislich immer weniger. Wir haben immer weniger Tierbestände. Die Tierbestände an sich werden zwar größer, aber die Tiere als solches in Summe werden weniger. Und mir ist nicht ein Fall bekannt, dass ein Landwirt aus Dänemark nach Schleswig-Holstein gekommen wäre, weil er in Dänemark keine Gülle mehr fahren darf. Das ist Quatsch. Schlichtweg gelogen, was Sie da geschrieben haben. Im Gegenteil, in Dänemark wurde die Stickstoffgrenze auf den Böden oder für die Düngung ihrer Flächen jetzt wieder hochgesetzt, weil man festgestellt hat, dass man in Dänemark keinen Qualitätsweizen mehr ernten kann. Die Dänen haben festgestellt, dass sie gar keine Brötchen mehr backen können mit dem Weizen, den sie da ernten, weil die Qualität einfach zu schlecht ist, weil der Dünger zu wenig ist. Das kann es doch nicht sein. Wollen wir diese Zustände auch bei uns haben? Erst alles zu Tode sparen und kaputt jaulen und quaken und nachher merkt man dann, hoppla, jetzt haben wir die Bauern ja ein bisschen doll geärgert, dann müssen wir wieder zurückrudern. Also so ein Schwachsinn. Ich würde mal vorschlagen, dass man ein bisschen mal den Dialog sucht und vielleicht mal den Bauern fragt. Gestern bin ich mit dem Güllewagen durchs Dorf gefahren und da stand eine Frau, kopfschüttelnd am Straßenrand. Leider war es eine Hauptverkehrsstraße, sonst hätte ich angehalten und die gute Frau gefragt, warum sie so ahnungslos mit dem Kopf schüttelt, was ihr denn fehlt. Ne, aber man muss doch mit den Bauern reden. Also wir können noch so oft sagen, ihr sollt uns fragen. Wenn ihr es dann nicht tut, dann können wir das ja nicht ändern. Jetzt habe ich gelesen, dass ein grüner Gemeindevertreter aus Niedersachsen eine App entwickelt hat, um anonym Bauern anzuzeigen. Ja, das bringt uns doch alle nicht nach vorne. Was wollen wir dann? Wir wollen doch den Dialog, wir wollen ja mit euch reden und wir wollen euch erklären, was wir wann, warum machen. So wie jetzt im Moment eben die Böden tauen tagsüber auf, die Gülle zieht ein und ist dann für die Pflanzen nachher verfügbar, wenn es loswächst. Wenn wir jetzt tiefgefrorene Böden hätten und es würde ein Sturzregen nahestehen, dann könnte ich es ja noch nachvollziehen, wenn wir jetzt Regen angesagt hätten. Aber es ist wirklich nichts dergleichen in Aussicht. Deswegen besteht auch überhaupt keine Gefahr, nicht im Ansatz, dass das Wasser irgendwo in die Au reinlaufen könnte. Also, liebe Leute, wenn ihr Güllewagen seht, irgendwo auf dem Feldweg, stellt euch nicht einfach hin und schüttelt mit dem Kopf, haltet den Treckerfahrer an und fragt ihn, warum er das macht, was er da macht. Er wird euch liebend gerne erklären, was er da tut und wofür es gut ist. Aber lasst diese Denunziererei auf anonyme und hinterhältige Weise sein, das bringt uns alle nicht nach vorne und im Endeffekt kostet es euch Nerven und den Bauern erst recht. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, schönen Abend noch.